Hallo, liebe Octo-Awesome-Freunde, ich bin's mal wieder, der Tom. Und ja, heute ist die zweite Folge, die ich nicht geschafft habe. Und dementsprechend auch der zweite Teil der Aufzeichnung vom Donnerstag. Wieder mit Patrick und mir, wieder nur das Zeichenbrett, aber wieder spannende Themen, nämlich die ganze Ressourcen-Lifecycle-Geschichte. Also, ich wünsche euch auch heute viel Spaß mit der Aufzeichnung und wir sehen uns zum Donnerstag wieder. Bis dann. Sehr schön. Dann gäbe es theoretisch noch eine Elastizität. Da würde ich jetzt tatsächlich mal den. Nein! Fragmentgröße. Da würde ich dann einfach mal unseren Lassie fragen, was der Genau. da sagt. Aber okay, dann sind wir uns einig, dass wir diese Parameter hier haben. Das heißt, ein Block definiert jeden dieser Parameter. Also, es muss ja nicht jeder Block für sich machen, das kann ja die Block Definition machen. Genau. Und dann sagt uns das Werkzeug, in welcher Kombination es mit diesen Parametern klarkommt. Genau. Das heißt aber auch, dass Ressourcen jetzt zum Beispiel die Härte nicht beeinflussen in dem Fall, oder? Ja. Okay, finde ich auch gut eigentlich. Also, Ja, finde ich jetzt auch nicht wirklich tragisch. ich denke, da kann man ja eher in den Ressourcen hinterlegen, wie einfach es ist, die rauszulösen aus dem Material. Richtig, das müsste dann den Hochofen interessieren. Genau. Ah, okay, jetzt sitzt ja da noch härter, ne? Krass. Okay, das sind Block- und Tool-Parameter. Okay. Ja, da kommen wir dann da unten dazu. Ich habe mal ganz kurz eine Frage an Chat generell, ob das generell so ist, ein Problem, dass der Delay immer größer wird, weil ich merke das jetzt gerade, dass der Delay jetzt größer ist als am Anfang. Also das wäre nur was. Ich werde mich bei mir jetzt auch im Stream neu starten, weil sonst habe ich jetzt schon fast 5 Sekunden Delay. Ich muss mal kurz testen. Ich hab ja nebenher auch den Stream laufen. Oh ja, das sind tatsächlich jetzt ein paar Sekunden. Mist. Was hast du? Ich kann gar nicht mehr mithören. Ich höre dich da und du und. Achso, das tut mir leid. Aline kann nicht mithören. Sie hört mich doppelt und das ist erschreckend. Wird der Delay größer, wieder kleiner, wenn man die Seite refresht, oder ist das... Ja, dann ist er wieder ganz klein. Okay, also jeder, der jetzt quasi einen zu großen Delay hat, der macht einfach einen Refresh und dann ist alles genau. Gut. Und ich krieg einen neuen View. das fällt nicht auf, wenn du die ganze Zeit guckst. Also wenn du nur zuguckst, fällt das eigentlich nicht auf, nur ein bisschen im Chat. Aber ich hab's jetzt gerade gemerkt, weil ich immer auf deinen Screen guck. Ja, man kann ja im Screen den Chat sehen. Ja, achso, das stimmt. Der in Echtzeit. Ja, stimmt. Bei mir ist kein Delay, ich sehe hier kein Delay. Naja, du solltest einfach auch mal bei Streams dabei sein, nicht immer nur Streams machen. Ja, ich sollte. Mache ich doch. Ich gucke mir auch andere Streams an. Ja, ich meine jetzt in Skype zum Beispiel. Okay, gut. Also, der Block definiert diese Dinger und das Werkzeug muss dann darauf reagieren. Wie genau das nachher aussieht, weiß ich noch nicht. Genau. Aber das hilft mir schon mal weiter. Das ist dann quasi unsere Schnittstelle hier. Das ist der erste Ansatz, ja. Ja, jetzt geht uns ein bisschen der Platz aus. Mach doch einfach mal für alles eine neue Seite. Also jetzt einfach für, ich weiß nicht, ich würde sagen, wir reden jetzt gleich mal über Ressourcen weiter, oder? Die Ressourcen haben wir ja noch nicht definiert. Ja, stimmt. Okay, dann machen wir einfach eine weitere Seite. Gut. Ja. Achso, ich war jetzt bei den Tools schon. Sind wir da noch nicht durch, hier oben? Achso. Weiß ich nicht. Ich würde schon sagen, oder? Also Tools bestimmen sich jetzt darüber. Ja. Mehr gibt es nicht zu sagen. Also klar, wird es dann halt, es gibt, aber ich sag mal, Tools sind ja dann auch einfach nur Items, die man reinmacht, die dann halt spezielle, die halt von Tool erben. Ist das so? Weil grundsätzlich, und jetzt wird es abgefahren, können wir ja mit einem Stück Brot versuchen, einen Stein abzubauen. Aber wenn das Brot schon sehr alt ist, dann würde es vielleicht sogar klappen. Aha, und schon ist der Härtegrad anders von altem Brot. Ich versuche nur ein generisches System zu haben. Brauchen ja, das wir stimmt. Das? Wollen wir das? Ich glaube nicht. Ich glaube, es macht keinen Sinn, dass du mit allen Items alles abbauen kannst. Naja, nicht alles, aber... Ja, aber also ist aber im Zweifelsfall hast du nachher einen Stock in der Hand und fängst damit an, Sand abzubauen. Klar, es funktioniert. Es wird halt vielleicht verdammt langsam gehen, aber es ist einfach nicht im Sinne des Erfinders eigentlich. Aber mit dem Stock kann ich durchaus Stein zerkleinern. Nee, doch. Stein zerkleinern. Also ich kann durchaus schon beliebige Gegenstände auf beliebige Sachen anwenden. Da wird es aber sehr kompliziert. Ja, naja, gut, das hängt ein bisschen von unserer Flexibilität des Systems ab. Ja, da müsstest du ja auch sagen, ich könnte zum Beispiel mit dem Steinblock anfangen, einen anderen Steinblock abzubauen.
Ja. Also, aber nehme mal einen halben Meter Stein und klopfe damit mal auf einen anderen Stein Naja, drauf. komm, also wenn du jetzt argumentierst mit einem halben Meter Stein, dann zeige ich mal kurz auf das Inventar und ich frage dich, wie du 30 Tonnen Stein transportierst. Okay, wir lassen das. Ja, das ist ein schlechtes Argument. Aber Ja. Stein auf Stein, also als Material durchaus denkbar. Ja, aber ich würde halt eher dann sagen, eine Steinpickaxe auf Stein, ja. Aber Stein, der Steinblock auf Stein, also ich würde schon eine Toolklasse machen an Dann sich. frag Oder mal den Neandertaler im Schnitt, ob er mit diesem Stein nicht irgendwas machen konnte. ja, aber hat er den Stein davor nicht bearbeitet? Ja, nee, nicht immer. Mit was denn? Ja, indem man einfach den Stein aufeinander, also zerschlagen hat. Aha. Ja, aber es geht ja gerade um Blöcke abbauen. Naja. Das andere ist ja eine Art Crafting. Passiert aber. Ja, Crafting ist ja eher ein Prozess, der im Inventar passiert. Ja, okay, aber also was da passiert, ich sag mal, ich kann ja zwei Steinblöcke nehmen und die so lange aufeinander schlagen, bis ich viele kleine Steine habe. Und mit den vielen kleinen Steinen habe ich dann Werkzeuge. Ja. Das meinte ich halt. Und dann kannst du mit denen zum Beispiel wegen mir Mehl mahlen oder kannst Tiere erschlagen gehen oder sowas. Der Block ist in diesem Fall eine Ressource. Nee, Julian, der Block bleibt ein Block. Der Block enthält nur Ressourcen. Also ich glaube, wir müssen auch die Trennung machen. Ressourcen sind zum Beispiel Metalle oder sowas. Also oder wegen Schwefel oder sonst irgendwas ist eine Ressource, aber alles andere ist ein Block. Ja, alles, die halt im Volumen wesentlich geringer verfügbar sind als das, was dann letztendlich in dem Block drin steckt. Also klassische Bodenschätze halt. Ja. Deshalb, also jetzt fangen wir nämlich an uns Apfel. Apfel ist ein Item. Und jetzt fängst du schon wieder an. Apfel ist wieder eine ganz andere Geschichte. Die kommen dann nämlich noch dazu, die haben wir noch gar nicht definiert. Dinge, die rumliegen. Ein Apfel zum Beispiel. Ist ein Ei. Ja, aber ich würde halt schon auch sagen, dass ein Block, den du in der Hand hast, ist ein Item. Ist es das? Eigentlich würde ich schon sagen. Weil Weil. ich kann ja auch rumwerfen. Da liegt er da auf dem Boden rum. Wie in Minecraft kannst du das? Wollen wir das Okay. auch? Ich würde schon sagen, oder? Ist eine Geschmackssache. Ich versuche nur Argumente zu sammeln. Ja, klar. Dann kommen wir nämlich plötzlich mit einem zusätzlichen nochmal. Dann ist hier I-Item. Und das hier, wenn du schon so willst, ist I-Tool. Und schon haben wir nämlich wieder eine ganze Variation an Dingen, die in der Welt vorkommen können, die aber letztendlich, irgendwo unter der Haube dasselbe sind. Also ich versuche nur Ja. ein möglichst einfaches Modell zu finden, das nachher Ich mir habe halt antwortet. Angst, dass nachher wirklich jemand dahergeht mit seinem alten Brot, das schon fast anfängt zu schimmeln und total hart ist, anfängt Bäume zu fällen wegen mir. Ja, wenn er so bescheuert ist. Warum nicht? Und das auch noch funktioniert, das meine ich halt. Ja, Das ist aber halt das der. funktioniert erstens in Minecraft auch. Und zweitens, es würde in der echten Welt ja auch funktionieren. Ich kann beliebige Dinge auf beliebige Dinge anwenden. Ja, okay, also dann machen wir das so. Aber dann müsstest du jetzt in dem Fall jedem Item quasi, müsste auf diese Parameter angewendet werden. Spricht da nichts dagegen. Okay, Weil jo, ist halt. wenn wir mal das Grundset an Parametern haben, dann kann dann definiert halt irgendjemand, der sagt, es gibt altes Brot in der Block Definition oder Item Definition, dass Die dieses Härte, die Dicht. Brot die Härte von X hat. Spricht ja nichts dagegen. Das heißt, am Ende ist es sogar so, dass diese Schnittstelle gar nicht von zwei Seiten angesprochen wird, sondern das Tool ist auch hier unten Ja. und spricht von derselben Seite und es ist einfach nur die Frage, ob diese Dinge miteinander irgendwas passieren. Das funktioniert auch umgekehrt. Wenn ich einen Steinblock habe und benutze den mit einem auf ein Item, was grundsätzlich schwächer ist, dann mache ich das Item damit kaputt. Genauso passiert es ja auch, wenn ich das schwache Item auf den harten Stein anwende. Dann geht auch das Werkzeug eher kaputt als der Stein. Also es ist ja ein bidirektionales Verhältnis, was wir hier haben. Ob das jetzt ein Tool ist oder, ne? Ja, aber dann, es ist aber, ja, was wir im Moment jetzt aber immer noch nicht haben, ist, ja, nee, das ist egal dann in dem Fall. Wir haben immer noch keine Auswirkungen der Form. Das ist halt das. Ich sag mal, ein extrem hartes Brot, was aber, sag mal, das ist halt sehr stumpf. Damit kannst du trotzdem Stein abbauen. Reden drüber, ob man mit hartem Brot. Ja, das ist Achso, mal ein hörst du Patrick ja nicht, ne? Extremfall. Ja, da kann ich leider Achso. nicht mithören, weil ich ihn nicht höre und Ach, so. du hörst ihn über den Stream nicht. Doch, aber dann höre ich dich und somit bin ich Achso, ja ja, okay. out of Verstehe. Ja, wir reden gerade drüber, ob ein trockenes Brot dazu geeignet ist, einen Baum umzufällen. oder Stein zu Auf klopfen. sachlicher Ebene. Not macht erfinderisch. Not macht Erfinder, sagt Aline, siehst du? Aline sieht da auch überhaupt gar kein Problem drin.
Okay. Ich finde das absolut legitim. Deswegen sage ich, wir brauchen ein wasserfestes System aus Parametern, die jede beliebige absurde Kombination Zupassen. abdeckt und da ausrechnet, was zuerst kaputt geht, das Brot oder der Baum. Okay, aber ich finde es dann trotzdem noch wichtig, dass man zum Beispiel so Sachen reinbringt, wie groß ist die, ich sag mal, also zum Beispiel jetzt wieder auf die Parameter zurückgehen, was man auch machen könnte, Oh. wie groß ist die Glutenfreies Brot wirft hier Aufschlagsfläche? gerade ein. Ah. Was? Glutenfreies Brot kommt hier gerade noch als Diskussionsgrundlage. Ist es dann nicht so hart oder wie? Das ist härter. Noch härter. Ja, aber es Glutenfreies Brot. zerbröselt. Das zerbröselt. Ich glaube, das war, damit war ich, wo das bröselt Möglich, es so ist sehr. spröde dann, ja. Okay, nee, also dass man halt irgendwie, dass auch die Form von dem Item entscheidend ist. Weil wenn ich wirklich plötzlich alles anwenden kann, dann wäre, ich sag mal, ist ein spitzes Item immer noch sinnvoller, zum Beispiel um Stein zu zerschlagen, als jetzt mein stumpfes Brot. Irgendeiner hier Geld verdient, ja? Ja. Dann machen wir hier den Durchdringungsgrad. Ja, oder die Durchdringungsfläche oder sonst irgendwas, das wäre halt eigentlich wichtig. Also eigentlich wäre es ja wichtig, wie groß ist die Fläche, mit der ich auftreffe. Vor allem, das Lustige ist, ich glaube, es sind alle Sachen sind schlagende Bewegungen, oder? Säge ist eine sägende Bewegung. Ja, okay, aber die Zähne reißen. Eine reißende Bewegung. Okay, ja. Ein Rechen. Also ich schlag einen Rechner in den Boden und dann ziehe ich ihn. Aha, dann wendest du den bestimmt falsch an. Ja, bestimmt, ich rechne nicht so oft. Nein, ja, okay, das stimmt. Aber zum Beispiel Axt oder Pickaxe sind beide schlagende Bewegungen. Ja. Also ich sag mal, da greift es eben, dass ich sage, wie groß ist meine Auftrefffläche? Ein Bohrer. Ein Schlagbohrer. Nennen die normale Holzbohrer. Okay, ja, das schlägt auch nicht. Ja, okay, ich gehe schon weg, es schlägt nicht alles. Es schlägt nur Pickaxe und Axt. Nagelfeile, valides Argument. Pfeiler im Allgemeinen, es muss ja keine Nagelfeile sein. Ja, mit Pfeile kann man das kleine Sache. Das ist halt zum Beispiel auch noch entscheidend. Wenn ich mit verschiedenen Werkzeugen das bearbeite, kommen verschiedene Sachen dabei raus. Also ich sag mal, wenn ich Stein halt mit der Pickaxe zerschlag, dann kriege ich relativ große Brocken raus. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel mit der Feile den zerfeile, dann kommen Pulver oder Staub raus. Das Gutes wäre zum Beispiel auch Argument. noch was wichtig wäre dabei. Ja, wir kommen tatsächlich vom Hundertsten ins Tausendste. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier ein solides Modell finden. Genau. Also wir müssen halt irgendwo einen Strich machen. Ja, aber das, also das, die Diskussion ist jetzt nicht erst mit dem Brot angefangen. Das haben wir bei Werkzeugen ja auch. Ja, genau, Ja, das, ja. also ich ziehe mal wieder Ark Survival Evolved als Beispiel heran. Das ist so, wenn du mit der Axt auf Stein, also mit Pickaxe auf Stein aufschlägst, dann kriegst du mehr Feuerstein raus, warum auch immer als Stein. Wenn du allerdings mit der Axt, also mit der Holzaxt auf den Stein schlägst, dann kriegst du mehr Stein als Feuerstein raus. Also. Was passiert denn, wenn man mit einem Brot auf ein Schaf einschlägt? Das ist die wichtigste Frage für heute Abend. Ich glaube, Ja. das sollten wir Ja, so. aber das ist halt, wir haben wirklich im Moment das Problem, wir kommen wirklich von 100 ins 1000 und genau, das hört ja zum Beispiel auch nicht auf. Wir haben ja eventuell nachher noch Waffen. Und Waffen sind ja eigentlich auch Tools, so gesehen, sind halt Tools Genau. zum Sachen zerlegen, aber. Kannst auch mit einem Zwergenbrot jemanden den Schädel einschlagen. Genau, wenn es ist. Das ist halt, deswegen hätte ich halt die Kategorie Tools gemacht. Und ich sagte, es gibt halt nur Tools, damit kannst du es abbauen. Klar, du kannst auch mit einem Item was abbauen, aber das ist quasi wie wenn du es mit der Hand abbauen würdest. Aber dann haben wir die Flexibilität wieder nicht mehr, die wir von Anfang an haben wollten. Doch, aber schon. Wir haben Nee, weil halt. du nicht mehr alles mit allem kombinieren kannst. Das meine ich damit. Du kannst nicht mit allem. Gut, die Wahrscheinlichkeit, dass du lange mit einem Brot die Welt abbauen musst, ist unwahrscheinlich. Also, ja. Aber dennoch geht es. Also, im echten Leben kann man das machen. Ja, Ja, ich weiß, dass es zu komplex ist. Aber ja, also die Alternative ist hart definierte Sachen. Und dann sind wir wieder bei dem Problem, dass wir nicht flexibel ich sind. würde es ja nicht hart definieren. Ich würde ja halt nur sagen, es gibt halt Tools und es gibt Items. Und ein Tool ist auch ein Item, ganz klar. Aber ein Item ist nicht gleichzeitig ein Tool. Ja, aber wo definierst du jetzt, welches Tool mit welchem Item welches Ergebnis produziert? Ja, dann über diese Parameter. Aber ein Item hat diese Parameter nicht. Unbedingt. Das spielt ja keine Rolle. Du kannst dem Item doch auch diese Parameter geben. Das spricht doch gar nichts dagegen.
Was spricht denn dagegen, wenn du in deiner Extension ein Brot definierst, dass du da noch den Härtegrad, die Dichte, die Faserigkeit und den ganzen Scheiß angibst? Spricht doch gar nichts dagegen. Ja, stimmt schon, aber dann kommen wir halt wieder vom Hundertstel ins Tausendste. Das ist Nee, halt eben das. nicht. Eben nicht. Wenn du eine Lösung für Tools hast, die mit den Parametern klarkommen, dann spricht nichts dagegen, dass auch Items funktionieren damit. Das macht die Sache ja nicht komplizierter. Also wenn du das System einmal gelöst hast für iTools, dann wird das auch mit iItem funktionieren. Ja, okay, außer dass ich halt bei einem Tool kann ich halt. Ja, okay, aber dann. Ich sag halt, bei dem Item, du musst dann halt immer wegen mir unendlich viele Sachen angeben, weil du musst schon angeben, was passiert, wenn ich mit diesem, also was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem stumpfen Brot auf etwas ausschlag, wird es dadurch, also ich sag mal, im Normalfall, wenn du einen stumpfen Gegenstand nimmst und auf einen anderen Gegenstand draufschlägst, dann wird der andere Gegenstand zermalmt oder sowas, oder also er wird auf jeden Fall kleiner werden. Ja. Wenn du aber allerdings zum Beispiel jetzt mit einem spitzen Gegenstand dagegen draufschlägst, dann würde er auch kleiner werden, aber in einem anderen Verhältnis. Also, Ja. dann kriegst du halt große mit harten Kanten, wenn du allerdings mit einem. Also, das ist halt das, was man halt auch noch irgendwie reinbringen muss. Und ich denke halt, da geht es dann zu sehr ins Detail. Ja, aber das macht keinen Unterschied, ob es ein Tool ist oder ein Item. Das will ich damit Ja, sagen. okay, aber da geht es trotzdem zu sehr ins Detail. Ich sage mal, bei einem Tool könntest du das halt immer noch angeben, weißt Wenn du es angibst, ist es nicht mehr erweiterbar. du? Ja, stimmt auch wieder. Das ist ja genau das, was ich verhindern will mit diesem Parametersystem. Ja. Weil ich will ja nicht in jedem Tool klar machen, wenn ich damit auf einen Stein schlage, dann kommt das raus. Weil dann habe ich wieder Crafting-Rezepte für jede beliebige Kombination. Ich muss alles kennen und das ist halt das, was ich nicht will. Ja. Oh, ist das kompliziert. Richtig. Und deshalb sitzen wir hier. Darum Ja, geht es mir eigentlich. das stimmt. Jetzt muss ich, ob wir da jetzt heute Abend direkt noch zu einem Ergebnis kommen. Nein, für mich würde schon mal reichen, dass wir uns einig sind, dass wir mit einem Satz von Parametern das richtige Ergebnis finden irgendwann. Die Parameter müssen noch nicht fix sein. Für mich ist nur wichtig, ob das das System ist, das wir wählen. Okay, andere Frage, wie ist es, wenn ich, was ist, wenn ich den Block eine Art Bearbeitungs, also wenn ich ihn bearbeite, also wenn ich ihn zum Beispiel mit einem Item bearbeite, Ja. dann durchläuft er einen gewissen Lebenszyklus sozusagen. Er wird halt immer kleiner sozusagen, der Stein zum Ja. Beispiel. Also, oder wird immer, es wird, werden immer kleinere Steinchen. Irgendwann ist halt Kies und irgendwann ist Sand und dann ist es Puder oder Das ist sowas. eine gute Idee. Also, dass der Also, dass ich den Block hinterlege, anstatt in dem Item. Das ist eine gute Sache. Das ist eine sehr gute Sache. Also, der Block kriegt dann sowas wie ein Hit, eine Hit-Methode und kriegt dann die ganzen Parameter des Tools und kann dann von sich aus entscheiden, abhängig vom Härtegrad des Werkzeugs, ob nachher Sand rauskommt oder Steinchen. Genau, man könnte es dann sogar so weit treiben, dass ich ja sage, die Härte, also die Härtedifferenz entscheidet, wie schnell es geht. Also das ist dann quasi, dass man dann noch einen Zufallsgenerator dahinter hängt. Das eine Mal brauche ich 5 Schläge, das andere Mal nur einen. Mit dem gleichen Tool, sozusagen. Aber je besser mein Tool wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass es schon beim ersten Mal klappt. Das gefällt mir sehr gut. Puh, wie bist du zu der Lösung gekommen? Ja, das ist cool, aber ich würde es trotzdem verallgemeinern. Also, Ja, Lydro das ist sagt dann jetzt auch. auch gerade schon. Dann machen wir das mal so. Also, das heißt, unser Item Ja. bekommt einerseits diese Parameter Was Wasser mit. Ja, ich lese es gerade nur nebenher. und das andere dann Hit und Parameter. Und, Ja, obwohl das ist ja eher ein Event dann, oder? So ein Hit. genau, aber so ein Item kann einen Hit verarbeiten und nimmt diese Parameter und entscheidet von sich aus auf Basis dieser Parameter, nicht welches Tool es ist, sondern einfach nur, welche Tool-Eigenschaften hier kommen, was Ja. dann nachher passiert. Und Das finde ich damit, ja, damit glaube ich, können wir leben. gut. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Julian fragt, wie man das visualisiert. Das ist aber gar kein Problem. Der Block entscheidet auf Basis dieser Hit-Geschichte, was nachher im Inventar landet. Da brauchen wir nichts visualisieren. Genau. Cool, das ist eine sehr gute Idee gewesen. Weil, wie du schon sagst, die verschiedenen Sachen sind ja abhängig davon, welches Material zerschlagen wird. Genau. Jetzt könnten wir natürlich im Umkehrschluss den Hit auf beides machen. Also du kriegst beim Schlag mit einer Spitzhacke auf das Item sowohl einen Hit auf dem Stein, der entscheidet, ob er gleich Moos ist oder nicht. Und den Hit gibt es dann auch im Gegenzug im Tool.
Ja, Also stimmt. Tool ist gleich Item in dem Fall, aber die beiden beeinflussen sich gegenseitig. Und dann kann das Aber da Tool kriegt seinen nur. Schaden definieren. Ja, aber interessant wäre es auch, dass nur einer von beiden einen Hit kriegt. Und zwar irgendwie ein Abhängig. Also, weil, ich sag mal, wenn ich mit zwei. Ja, kann schon passieren. Wenn ich nehme zwei Steine in die Hand, ja. Weißt du, zum Beispiel, ich schlage sie gegeneinander, dann wird einer zerbrechen, aber nicht beide. Ja, aber der Zufall entscheidet welcher. Genau, das meine ich. Also, es kriegt nur einer diesen Hit, dieses Hit-Event. Quasi im Endeffekt. Ist, Ja, aber wie das Tool könnte dann in dem Hit auch entscheiden, wie schnell es kaputt geht, auf Basis der Härte Ach des so. Materials. Ja, Das meinte ich klar. damit. Also das Tool entscheidet dann auch für sich, was mit sich selber passiert. Das kann zerbrechen, das kann in zwei Bauteile zerfallen. Also unsere Spitzhacke könnte dann nachher ein Stück Eisen und ein Holzpfahl sein, wenn wir auf ein Material schlagen, das zu hart ist. Ja, Zum oder man Beispiel. kann es halt wieder reparieren dann Genau. dementsprechend, wenn man halt einfach einen neuen Stock dran macht. Ja, genau sowas meine ich. Doch, das gefällt mir gut, das System. Susch hat jetzt gerade noch gesagt, einer bekommt härter und einer schwächer. Jetzt könnten wir noch was dazufügen. Gewicht. Wir haben die Dichte. Ja. Achso, die Dichte ist aber nicht, die sagt nicht. Okay, dann haben wir noch das Gewicht, und zwar das Gesamtgewicht. Und jetzt könnte das Tool, das ja schwächer ist, einen wesentlich härteren Schlag kriegen. Also wie bei unserem Aktion-Reaktions-Gesetz, dass einfach das Verhältnis daraus dann entscheidet, was passiert. Und das ist ein weiterer Parameter. Das ist nämlich das Gewicht. Das Gesamtgewicht. Dann sind wuchtigere Werkzeuge effektiver gegen schwere Sachen. Das gefällt mir sehr gut. Ja, das stimmt. Was meint ihr dazu? Ihr sagt so wenig. Die sammeln Parameter. Sansero sagt, wir sammeln Parameter. Wir sammeln. Also ich würde es dabei jetzt erstmal belassen, Ja. damit wir ein bisschen weiterkommen. Aber für mich entscheidend ist, dass wir uns alle einig sind, dass dieses System solide genug ist, um in Zukunft dieses Gleichgewicht an Items, Tools und bla so einheitlich wie möglich, und zwar in Form eines Items, zu managen. Dass wir damit alles abbilden können, was jemals kommen wird. Ja, ich glaube, das sind wir aber mit dem System am besten dran eigentlich im Moment. Ich glaube auch. Also im Moment bin ich sehr beeindruckt davon. Ja. Okay, Daumen hoch sehe ich hier gerade. Ist. Ja. Sehr gut, okay. Dann würde ich sagen, Hammers. Bist du Ja. zufrieden, Patrick? Ja, jetzt kann man dran gehen, wie die Ressourcen in die Blöcke kommen. Wie sie da reinkommen, das macht dann Ja, Map oder wie sie Generation. sich in den Blöcken verhalten, besser gesagt. Also, welchen Anteil nehmen sie in den Block ein? Wie kriege ich es aus dem Block raus? So Zeug. Ja. Gefällt mir Julian, das. sieht man dann, wenn es implementiert ist. Ja, okay. Also es gibt aber Sachen, Julian, bei denen möchte ich nicht erst implementieren, um dann zu sehen, dass sie nicht funktionieren. Deshalb wollte ich das vorher besprechen. Natürlich wird es uns um die Ohren fliegen, sicher an manchen Stellen. Aber Wir werden schon das eine oder andere nochmal umbauen müssen. ich fürchte auch. Und die Parameterliste wird auch noch ein bisschen variabel bleiben. Aber ich verspreche mir hier sehr, sehr viel Flexibilität. Ja. Obwohl es erstrebenswert wäre, die Parameterliste so klein wie möglich zu halten. Definitiv, ja. Weil das sind halt alles Daten. Erstmal sind es Daten, die man noch mitspeichern muss. Und zweitens, je mehr es sind, desto komplizierter wird es auch nachher für Modder, dann das richtig zu bestimmen. Ja, und für Spieler auch zu verstehen, was da passiert. Ja, Das ist und ja auch das. noch das Ding. Man muss ja nachher nachvollziehen können, was passiert. Ansonsten ist es für einen Spieler halt scheiße. Ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen. Also es wird hoffentlich nicht mehr als 10 Parameter werden. Wahrscheinlich sogar ein paar weniger. Wir werden feststellen, dass sehr viele Parameter immer wieder unter den Tisch fallen. Und dann werden es am Ende 5 sein wahrscheinlich. Ja, aber da ist vielleicht echt auch nochmal gut unserem Lassi. Physik-Typ. Mit dem Genau, Lassi, genau. unser Physik-Typ. Ja, mit dem werden wir reden. Lassi darüber zu reden. Ich denke, der hat da am besten den besten Durchblick, wenn es um solche Sachen geht. Definitiv. Sehr gut. Okay, Gut. jetzt die Frage mit den Ressourcen. Das würde ich fast mal auf die nächste Seite machen. Also solange jetzt auch im Chat keine großen Widersprüche kommen, würde ich sagen, ist das für uns eine gesetzte Sache. Du musst ein bisschen aufpassen, du hast schon wieder rechts zu weit rausgemalt. Das Habe ich schon abgeschnitten. wieder. Ach, ja, ist blöd. Passt schon. Hit passt noch. Nee, man sieht es ja nicht. Kurz für alle, die da. Mehr ist ja nicht. Yeah, Aber ist ja okay. wurscht. Gut, Stream zurück. Boah, das kommt jetzt erst bei mir. Sag mal, wie groß ist denn der Delay schon wieder? Mann, Mann, Mann. Hier noch Andreas fragt, was passiert, wenn ich ein Tool nehme, damit zwei Schläge mache und dann ein anderes Tool nach einem Schlag mache?
Eine sehr gute Frage. Also der Prozess des Abbaus, den haben wir nämlich eben auch noch nicht so ganz durch. Also Minecraft macht das so, wenn du das Abbauen unterbrichst, dann wird das zurückgesetzt. Genau, Und was ich scheiße finde eigentlich. findest du scheiße? Dann musst du es halt in jedem Block speichern, wie Das weit es ist mir schon abgebaut ist. klar, dass ja, ist mir schon bewusst, dass ich das speichern muss. Das sind halt so viele Blockdaten. Ja, das stimmt. Ich mache mir echt Sorgen manchmal um die Persistierung. Weil Wieso? ich sag. Also im Moment haben wir da noch nicht viel drin. Diese Ja. Parameter da, die stehen alle in der Definition, weil die Härte für jeden Stein gleich ist. Ja, aber dann hat nachher jeder noch wegen mir 10 Abbaustates oder sowas. Also, und da hast schon wieder ein Byte verballert für dein Abbaustate. Der natürlich in der Definition definiert ist, aber trotzdem hat jeder. Also Ja, hast du wegen. das schon, ja. Hast, das ist halt das, wo ich dann halt so. Der Abbau, Sanzero sagt hier gerade was Cooles. Wenn es In langsam Starbound zurückgeht. geht es langsam zurück. Das bedeutet, wir könnten theoretisch beim Persistieren sagen, alle, die ein State von 1 haben, werden ignoriert. Und wir persistieren nur welche, die angekratzt sind. Und da Ja. sich das mit der Zeit regeneriert, ist es vielleicht eine gute Möglichkeit. Weil ich finde es immer ein bisschen doof, wenn man dann irgendwie versehentlich mit dem Cursor woanders hinkommt, dass dann der Abbau. Status zurückgesetzt wird in Minecraft. Das nervt mich so. Und das ist auch überhaupt Ja. nicht realistisch. Also eigentlich finde ich es gar nicht schlecht, wenn es der Block weiß. Oder? Oder, ja genau, das ist natürlich auch, Julian sagt jetzt gerade was ziemlich Smartes, dass das gar nicht persistiert wird, sondern eigentlich nur im Spieler gespeichert wird. Finde ich Und auch von dem her schwierig, Multiplayer. Wenn du sagst, wir können zum Beispiel zu zweit theoretisch schneller abbauen, Ah, dann richtig. klappt das nicht mehr. Stimmt, Julian. Das ist ein Argument und das spricht tatsächlich für den Block. Aber das spricht grundsätzlich auch für den Block, weil Ja. Minecraft macht das auch nicht anders. Das ist im Player abgespeichert. Oder Ja, im Hackprozess. obwohl du inzwischen auch als Multiplayer das siehst, wenn jemand anders das abbaut. Also diese Animation siehst du inzwischen auch. Im Multiplayer. Das war ja ganz am Anfang nicht so. Okay. Aber das ist eine rein clientseitige Sache, mehr oder weniger. Also, der Server sagt halt dem Client, der wird jetzt abgebaut, aber. Ja, also Julian sagt ja gerade was ziemlich Smartes. Wir müssen das nicht mit im Chunk speichern oder nicht im Block, sondern es reicht. Ah, ja doch, es reicht, wenn wir es in der Update-Domain, also in dem Speicherabbild unseres aktuellen Chunks halten. Das reicht absolut aus. Also das finde ich tatsächlich nicht kritisch. Okay. Ja, aber das ist gut, dann eigentlich. Ja, dann gehen wir mal auf die nächste Seite und machen Ressourcen. Dass wir vorankommen. Ja, ich schreibe das mir gerade nochmal auf, weil ich finde das eine super wichtige Sache, dass der Abbaustatus, Abbau, wie nenne ich das denn? Prozess, Progress im Block. Das reicht mir aus. Ist mir klar, dass das dann nachher ja nicht in der Dingensblock gespeichert wird. Es ist nur für mich jetzt wichtig, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass es persistiert wird in Anführungsstrichen, so dass es beständig bleibt. Gut. Super cool. Hey, wir kommen echt gut vorwärts. Also ich bin froh, dass wir eine halbwegs ansatzweise Lösung für diese Parameter haben. Ja. Gut. So, dann die nächste Diskussion um die Ressourcen. Wie gehen wir mit den Ressourcen um? Also der aktuelle Ansatz ist, wir haben den Block. Die Blocks sind übrigens weiterhin erweiterbar. Also keine Sorge, das heißt jetzt nicht, dass wir nur einen gewissen Satz an Blöcken haben, sondern der ist natürlich erweiterbar. Und die Ressourcen stecken hier als Liste drin. Genau. iResource 1, iResource, ja, und das kann dann halt, keine Ahnung, was kann das sein? Eisen, Eisen, Gold, Platin, Nickel, Gold, Kobalt. Kohle. So. Die Sachen stecken hier drin in einer gewissen Konzentration. Genau. Und ich würde einfach mal Prozent vorschlagen. Ja. 2% Eisen, 5% Gold und 10% so, Kohle. Genau, und das ist halt die Frage, wie kommt man an das Zeug ran? Jetzt am Anfang würde ich mal fast behaupten, kann das vielleicht als Nebenprodukt dabei rauskommen, wenn man den Stein abbaut? Weil ich krieg jetzt auch in dem Fall keinen Steinblock zurück, wenn ich den abbaue, sondern ich krieg ja also Cobblestone in dem Fall zum Beispiel, mach's in Minecraft zurück. Also, das ist zwar schon noch ein Block, aber es ist halt kleingebrochen. Ja. Das würde ich ganz ähnlich machen. Und dabei können halt so und so viel Prozent an Roherz rauskommen. An Eisen, an Gold, vielleicht auch an Kohle oder sowas. Das würde bedeuten, wenn ich den hier mit der Spitzhacke abbaue, kommt in meinem Inventar, kommt nicht mehr der Block als Ganzes, sondern
schreiben wir es gleich wieder dran, weil das ist so eine ganz wichtige Ah. Definition. Obwohl, ob, mache ich das beim Abbauen oder mache ich das bei einem Prozess, bei einem Gewinnungsprozess Das quasi? kann das Item für sich entscheiden. Also bei iBlock Hit kommt dann halt, also je nachdem, wie wir den Prozess dann ausbilden, kommt dann halt als Abbauressource nicht mehr Stein als Block raus, sondern dann kommt dann halt kleingeschlagener Stein raus. Und je nachdem, mit welchem Werkzeug du das tust, kommen halt unterschiedliche Steinsorten raus. Ja. Also der Block wandelt sich je nach Tool in ein I-Item. Ich nenne es jetzt einfach einmal Item. Ich bin mir nicht sicher, ob das nachher so eine gute Idee ist, das alles Item zu nennen. Und da kommt dann halt Keys raus. Ja. Gut, aber der Keys, ist der noch angereichert mit den Ressourcen oder wollen wir das beim Abbauen trennen? Also ich würde halt schon sagen, dass ein Teil des, also ein Teil kann bereits beim Abbau gewonnen werden. Aber ich sage mal, der große Teil, also der größte Teil, der ist noch in dem Kies gebunden und muss erst raffiniert werden, irgendwie, um da ranzukommen. Also wegen mir eingeschmolzen oder ja, anderweitig raffiniert. Also ich sage, bei Eisen und Gold würde einschmelzen reichen. Okay, das heißt, die Ressourcen bleiben weiterhin im Item. Mag sein, dass ein Teil davon weggeht, aber wir brauchen diesen Mechanismus, dass ein Genau. Item auch diese Ressourcen hat. Genau, aber ja, genau, parallel würde ich auch sagen, dass man halt Roherzklumpen kriegt oder sowas. Also. Die schon im Inventar sind? Ja, die würde ich direkt auch ins Inventar legen. Ja, die droppen Achso, halt die einfach parallel mit. mit dazukommen. Genau. Ja, das steht ja auch gerade hier. Wer hat das gerade vorgeschlagen? So mit dem Goldabbau, dass man Nuggets kriegt, aber gleichzeitig auch der feine Scheiß da drin bleibt. Okay. Genau. Das heißt, wir kriegen hier ein Gold-Nugget. Ich Und weiß das nicht, wie halt mit einer die. gewissen Prozentzahl, das kann man dann ja machen, dementsprechend. Das ist dann Eisenerz oder so. Ja, genau. Aber was ist das? Ist das ein Item oder ist das eine Ressource? Ja, Theorien-Item ist ja ein Klumpeneisen. Also auch ein Item. Genau, und ich würde halt auch sagen, dass es dann zum Beispiel wegen mir 1% Eisen ist. Also das, was 1% Eisen in dem Block darstellt. Also die kleinste Einheit zum Beispiel in dem Fall. Und dann kriegst du halt wegen mir 5 Stück davon raus oder sowas, wenn du mehr gewonnen hast, zufällig, weil du ein besseres Tool hattest oder sowas. Also ich würde nicht sagen, dass du immer, wenn du einen Block abbaust, ein Eisenerz rauskriegen kannst, zum Beispiel, sondern da können dann wegen mir auch mal 5 rauskommen, wenn du halt sehr viel Glück hattest oder sowas. Wo sich wieder die Frage stellt, ob unsere Hit-Methode da jetzt anfangen muss, auch noch mit den Ressourcen umzugehen. Also der Hit oder der endgültige Abbau des Blocks muss ja dann weitergegeben werden an die Ressourcen, die dann wiederum entscheiden, ob mit diesem Werkzeug wie viele Anteile da drin bleiben und welche da rausgehen. Zum Beispiel, ja. Okay. Könnte man machen. Hat eine Methode Hit mit Params wieder. Ja. Die dann entscheiden, wie viel da lang geht und wie viel da lang geht. Okay. Genau. Also das wäre so mein Ansatz mal. Und ich fände es halt einfach wichtig, dass du am Anfang relativ ineffizient solche Ressourcen bekommst. Eisen, Gold und so Zeug. Kohle vielleicht mal nicht unbedingt. Julian schimpft schon wieder, dass wir zu viele Daten produzieren. Warst du nicht der Typ, der zu mir gesagt hat, mach doch aus deinem Content Control gleich ein Container Control, damit du mehrere Sachen gleichzeitig mal speicherst? Ich bin immer für die generische Lösung. Diese hier. Es muss ja nicht mehr Daten produzieren, weil beim Serialisieren, wenn da nur eins drin ist, dann ist da nur eins drin. Das ist ja eine Frage der Verteilung nachher. Also ich finde es nicht schlimm, wenn unser Modell erlaubt, mehrere Ressourcen darin zu speichern. Ich verhalte es jetzt generisch. So, Entschuldigung, ich wollte mal kurz auf. Ich lese auch gerade mal noch. Ich bin dann noch ungeübter als du. Ich kann nicht lesen und gleichzeitig reden. Ja, ich lese vor allem super langsam. Das ist ganz schlimm. Dann lese ich immer nur Buzzwords und verstehe alles falsch und glaube dann, dass die Ja. Leute mich schimpfen. Das ist immer ganz schlimm. Ja, und ich hab grad gesehen, es geht irgendwie an mich. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, was. Ach so, dass die gleiche Menge immer rauskommt. Immer die gleiche. Ja, das kann ja die Hit-Methode entscheiden, würde ich jetzt mal sagen. Ja, gut, ja, kann man machen. Ja, genau, das kann ja. Ja, klar. Ich hatte halt das so angedacht gehabt, dass quasi ein sehr eisenhaltiger Block, der wegen mir 50% Eisen hat, dass da natürlich auch schon beim Abbau mehr Eisen rauskommt als jemand, der vielleicht nur 10% hat oder sowas. Wie gesagt, das kann die Hit-Methode entscheiden und Genau. die kann das ja anteilig machen. Genau, das war das Einzige, wo ich jetzt halt gedacht hätte. Und ich fände es halt einfach super wichtig, dass du erst später durch Raffinierungsprozesse wirklich auch aus den Blöcken wegen mir danach auch wirklich auch 100% der Ressourcen rausholen kannst und nicht schon am Anfang.
Wo ich jetzt aber tatsächlich Julian ein bisschen recht geben muss. Wenn wir jetzt anfangen, diese Ressourcen, den Ressourcenscheiß da mit in die Items noch mit reinzunehmen und Ja. dann, keine Ahnung, kommt der erste Raffinierungsprozess und es bleiben Ressourcen zurück und irgendwann haben wir dann, dein Inventar ist voll mit einzelnen Items, die unterschiedliche Konzentrationen von Zeug haben, Okay, ja. weil, also wir müssen da schon drauf achten, dass wir da nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, der Kies, den wir da stacken, den müssen wir trotzdem in einzelnen oder wir rechnen das zusammen. Und dann haben wir halt tatsächlich ein Stack mit 50 Keys und haben die Summe aller Ressourcen da drin. Das können wir natürlich machen. Das würde dir die Chance geben, in deinem Inventar die Verhältnisse, die Verteilungsverhältnisse von Ressourcen zu mischen. Was aber auch gleich Gefahr birgt, weil angenommen, du sammelst 49 Keys-Blöcke, die keine Ressourcen haben, und dann findest du Gold und dann Peng. Scheiße, hast du es im Inventar und das Gold ist verteilt auf 50 Keys. Finde ich Und geil, finde ich richtig gut. das finde ich ziemlich scheiße eigentlich. Ich finde das aber eine richtig gute Spielmechanik, weil es halt irgendwie dann auch zum Beispiel voraussetzt, dass du zum Beispiel auch wirklich das untersuchst, wo du gräbst und so Zeug. Also, dass du halt nicht zufällig in eine andere Art reinläufst und so. Ja, aber das wird jetzt so super kompliziert. Irgendwann macht es ja keinen Spaß mehr, brainless irgendwelche Tunnel in den Boden zu bohren, weil du bei jedem Scheißblock gucken musst, ob du dir nicht gerade deine Ressourcenkonzentration verwässerst, weil das alles in dein Inventar gekickt wird. Ja. Zustand jetzt realistisch? Ja, absolut, aber du musst ja nicht unbedingt den letzten Kiesblock mit deinem restlichen Kies in deinem Inventar mischen, wenn du genau weißt, dass da Gold drin ist. Klar ist das mit, wenn man sie mal zusammen stackt, finde ich es gut, dass es sich verteilt. Das macht absolut Sinn. Ja. Aber ja, irgendwie finde ich es nicht so schön, wenn, ja. Gut, man könnte ja, in dem Fall könnten wir ja gucken, ist noch ein freier Item-Slot da? Dann schmeiß es im Zweifelsfall in einen neuen Item-Slot. Also wenn jetzt zum Beispiel, du hast das eine, da ist wirklich noch gar kein Gold drin, ein Key-Stack. Dann guck, ob es noch ein Stack gibt, also ob es noch einen leeren Platz gibt und dann sortiert er automatisch einen leeren Platz. Ja, aber dann hast du einen Stack mit Konzentration 5%, einen Stack mit Konzentration 4%. Nee. Ja, aber du hast einen mit Konzentration, nein, du hast einen mit Gold, einen mit Eisen und einen mit Kohle zum Beispiel. Ja, aber dann gibt es die Kombination Eisen und Kohle und dann gibt es die mit Gold und Kohle und dann gibt es noch Eisen und Gold und Ja, aber wenn das schon irgendwo drin ist, dann schmeißt es da dazu. Also dann geht halt damit die Goldkonzentration nach oben. Auch wenn es Goldkohle wäre. So hätte ich das jetzt gemacht. Ja, aber jetzt macht es für den Spieler so unglaublich kompliziert. Okay. Also ich habe jetzt ein bisschen Angst, wie Julian auch, vor der Unmenge von Daten, die wir Daten. dadurch produzieren. Okay, was wäre ein anderer Ansatz? Oder was wäre eine andere Lösung? Das weiß ich noch nicht. Aber in den Okay. Blöcken finde ich es okay. Ja. Im Inventar nachher gibt es ein Durcheinander an verschiedenen. Weil wir müssen wir jede Scheiß-Entität einzeln. Also die ganze Stack-Funktion würde uns dadurch wegbrechen, weil wir halt einfach auf so viel achten müssen. Ja. Ja, Gleich gut, oder rausfiltern ist. wir machen halt wirklich, dass die Ressourcen direkt komplett mit rauskommen, aber du halt die nochmal raffinieren musst. Und dann ist halt ein Raffinierungsprozess entscheidend, wie. Also, dass die halt einfach verunreinigt sind, quasi die Ressourcen. Ja. Also, wegen mir, da sind 2% Eisen drin, dann kriegst du halt zwei Eisennuggets. Oder halt zwei Eisenerz, wie auch immer. Und die sind halt verunreinigt. Und je nachdem, wie du sie nachher raffinierst, bekommst du halt mehr Eisen raus, im Endeffekt. Ja. Also wenn du es halt in dein Feuer schmeißt zum Schmelzen, was vielleicht nicht mal heiß genug ist, dann kriegst du halt noch sehr, sehr wenig Eisen raus. Und dann ist die Frage, also die Menge, du willst es über die Menge lösen. Also nicht Eisen Level 5, also mit dem Reinheitsgrad 5, Nee. wie das üblicherweise in Rollenspielen gemacht wird. Ich spiele wenig Rollspiel, deswegen weiß ich das nicht so. Ja gut, mit Ressourcen jetzt weniger, aber Waffen halt. Also Dinge, die du produzierst, die haben halt einfach unterschiedliche Levels, damit Ja, du gut, das. halt, ja, diese Bandbreite Ja, hast. okay. Ja, damit hättest du halt das Stack-Problem gelöst. Du würdest aus jedem Block halt immer deine Ressourcen rauskriegen, halt dann immer nur so und so. Also, man könnte ja auch sogar machen, dass die restlichen Ressourcen verfallen, mehr oder weniger, wenn ich es halt damit abbaue, weil halt mein Tool ungeeignet ist. Ja, das kann natürlich auch passieren, klar. Genau, da kriege ich halt irgendwie nur 10% des Materials raus, der Rest geht halt im Bach runter. Ja, finde ich gut. Also an den kommst du halt auch später nicht mehr dran. Ja. Also ich finde es charmant mit der Ressourcenkonzentration in Items dann nochmal, aber das kommen wir echt in Teufels Küche.
Julian findet alles scheiße, was wir machen, glaube ich. Ich glaube auch, ich glaube, der ist angepisst, dass er nicht mitreden darf. Sollen wir ihn dazu holen? Wenn er will. Aber es sind wieder drei, dann wird es wieder schwierig. Okay, Julian ist. Der kommt aber dann mit diesen Performance-Diskussionen. Bin mir nicht ganz Ja. sicher, ob das zielführend ist hier. Nee, saure Leute wollen wir nicht. Wir wollen hier keine emotionalen Diskussionen, sondern wir brauchen hier sachliche Basis. Genau, und Machbarkeitsstudien kann man immer noch im Nachhinein anstellen. Naja. ja, Zumindest. ich sehe bei diesem Ressourcendingens halt einfach den ganzen Mischmasch aus. Was ist das Problem? Dass wir nicht sachlich sind? Okay, deine Sachlichkeit. Du schreibst so viel, das ist das Problem. Ja, sonst kann man gar nicht lesen. Ja, ich sehe hier zum Beispiel so Sachen wie: Es gibt nur Eisenblock, Goldblock. Ich hoffe, du sprichst über, wie ist das in Minecraft, weil das ist für mich keine Option hier. Es wird spaßig, mehrere Ressourcen in der Visualisierung finde ich nicht, weil man kann einfach Texturen blenden. Das ist das kleinste Problem tatsächlich. Ja. Du willst, dass wir nur eine Ressource drin haben. Das habe ich jetzt verstanden und ich bin dagegen. Also, ja. Ich finde es auch nicht gut, nur eine Ressource, weil dann können sich ja irgendwie, also ich sag mal, gerade Gold und vielleicht irgendwie Nickel oder sowas kommt vielleicht relativ häufig miteinander vor. Eisen und Nickel. Ja, na dann. Also ich Aber weiß es Speicher, nicht, ja, das was war ist nur ein denn das Beispiel. Problem mit Speicher? Ich verstehe jetzt nicht das Problem. Weil dann speichere ich halt pro Block irgendwie noch mehr dazu. Im Moment ist unser Chunk, nur um das mal kurz zu rekapitulieren, etwa 150 Kilobyte groß. Das ist nicht wirklich viel. Klar ist, Unkomprimiert. ja, unkomprimiert. Im Speicher ist es dann ein bisschen mehr, ja, das weiß ich wohl. Aber relevant für diese Informationen sind wirklich nur die Chunks, in denen der Spieler sich befindet. Es ist irrelevant, wie viele Ressourcen im Nachbarchunk im Block sind. Also es gibt so viele Möglichkeiten, das noch zu optimieren. Und ich sehe tatsächlich kein Problem, ob wir jetzt eine Ressource drin haben oder drei Ressourcen. Wir können das gerne irgendwann mal nach oben limitieren, dass nicht 15 verschiedene Ressourcen drin sind, aber mehr als eins ist absolut eine coole Sache. Also ich bin definitiv dafür, dass wir eine Liste von Ressourcen hier drinnen haben. Und davon kriegst du mich auch nicht ab, weil ich nämlich ein flexibles System will. Sollen wir feststellen, dass das zu viel ist nachher, dann limitieren wir die Liste halt um Gottes Namen auf eins. Aber ich werde es auf jeden Fall flexibel halten. Ja, finde ich, also ich finde es auch gut eigentlich mit mehr, weil das macht halt auch dann Trennungsprozesse nachher sinnvoll irgendwie. Achso, nee, Genau, mach. dann macht der ganze Raffinierungsschnickschnack halt auch irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Ja, Weshalb ich. obwohl, macht's nicht, wenn wir, also, wenn, in dem Moment, wo ich den Block abbaue, kriege ich alle Sachen einzeln raus. Ich krieg Eisen, ich krieg Gold, ich krieg Kohle, ich krieg's nicht gemischt raus. Ja, und das will ich eigentlich nicht. Ich find den Ansatz hier mit den Ressourcen im Item drin immer noch cool. Ich habe einfach nur Angst, dass wir einerseits den explodierenden Speicher, da hat der Julian schon recht, und andererseits, weil, also, Einen zu auch großen die Stackable, die Ressourcenmischmasch kriegen. Stackbarkeit. Wobei, jetzt ist mir gerade so ein kleiner Gedanke gekommen. Wie wäre es denn, wir wollen ja sowieso nachher Scripting in den Vordergrund stellen. Wie wäre es denn, wenn die Sachen grundsätzlich alle auf einen Stack geworfen werden? So wie ich es vorhin gesagt habe, 49 Keys, die keine Ressourcen haben, und du nimmst den letzten Gold, der voll mit Gold ist, und der verteilt alles auf die restlichen 49. Ja. Aber man könnte skripten und könnte sich ein Skript bauen, das die neuen Blocks sortiert und dann an ein eigenes intelligentes Skript zu schreiben, das dann Ressourcen, die reinkommen, im Inventar schon in einzelne Stacks aufteilt, wenn man das will. Weil die Das ist Stacks sind geil. geil, ne? Das ist eine richtig gute Idee, dass man so eine Art Filter, Item-Manager also ja, genau, programmieren muss. ja. Dafür braucht man halt einen intelligenten Rucksack dann. Ja, das finde ich gut. Mit Solarzelle. Wir wollen ja ökologisch korrekt bleiben. Sorry, das finde ich gut gerade. Ja. Und also der Rucksack hat natürlich nur gewisse Mengen Slots, da müssen wir noch drüber sprechen, ob das okay ist oder nicht. Genau. Und dann kann unser Skript von unserem intelligenten Rucksack die Sachen. Ja, Sanzero findet es auch geil. Und ich finde es grundsätzlich cool, wenn es mehr Skriptbarkeit im Projekt gibt. Und das ist die erste Stelle, wo ich sage, das macht doch hochgradig Sinn. Ja, da hast du halt am Anfang einen riesen Ressourcenmischmasch, aber pff, interessiert dir nachher keinen mehr. Ja, also deshalb, also wenn es unintelligent ist, dann werden die Sachen einfach nach Item-Type gesteckt und dann laufen die Ressourcen halt zusammen
Oder du hast halt ein System, das dir das grundsätzlich. Oder man macht es einstellbar und jedes Mal, wenn eine andere Ressourcenkombination kommt, wird ein neuer Slot im Inventar genommen, sofern es noch welche gibt. Ja, und Das ist ja sonst auch wird eine halt eine Option. mit mehr ähnlichen genommen oder sowas. Ja. Finde ich gut. Finde ich auch. Das gefällt mir gut. Ja. Dann können wir nämlich tatsächlich mit diesem ganzen Raffinierungsschnickschnack noch so viel an Spielspaß rausholen, weil es da so viele Kombinationsmöglichkeiten gibt und so viele Skillmöglichkeiten. Und damit kommen wir auch schon fast zum nächsten Punkt. Fast Aber zum jetzt nächsten. schreibt es mal auf mit den Ressourcen. Ist doch schon. Achso, stimmt, das hast du ja eigentlich. Stimmt, wir haben ja genau das haben wir jetzt beschlossen, das ist so klar. Ja, genau. Ich Dass habe es so gerade ist, wie überlegt, es dass wir ist. doch. Okay. Julian schimpft wieder. Moment, ich muss jetzt hier hinfahren. Wenn Ressourcen versus Item ein Unterschied. Also, da bin ich tatsächlich noch ein bisschen unschlüssig, wie ich damit umgehen soll. Weil im Moment ist es natürlich so, dass Ressourcen sich anders verhalten als Items. Aber es ist dann wieder eine neue Sache. Und ja, ich bin damit auch noch nicht glücklich, aber ich bin auch nicht glücklich mit Items in Items. Das finde ich grundsätzlich eine schlechte Sache. Ich finde halt, Ressourcen sind eigentlich eher eine Eigenschaft eines Items, oder? Ja, es ist ein Verunreinigungsgrad, einfach Ja. mal. Also wenn ich jetzt mal von Keys Genau. ausgehe. Deswegen, ich finde halt, dass der Raffinierungsprozess nachher wesentlich geiler ist, wenn man Ressourcen wirklich als Ressourcen behandelt, die einen Verunreinigungsgrad des Materials darstellen. Finde Ja. ich. Vor allem wird es dann auch interessant, wenn du wirklich sehr, also verschiedene hast. Wie trennst du verschiedene Erze nachher voneinander? Ja, andere Maschinen, die das können. Ja. Oder andere Skills, die das können. Das ist cool. Sodass ich eine Menge an Ressource nehmen kann. Moment, ich glaube, ich habe Julians Hälfte noch nicht mit.